Wir haben heute ein neues Park-and-Ride-Angebot in Betrieb genommen, hier am Werstener Kreuz, in einem Parkhaus der Provinzial. Es ist eine wunderbare Kooperation der Provinzial und der Stadt. Wir schaffen hier ein Angebot für bis zu 250 Plätze an den Wochentagen, 900 Plätze an den Wochenenden. Und insbesondere Pendler können sich auf unserer Plattform registrieren lassen, ganz einfach und unkompliziert, und kann dann sein Auto kostenlos hier abstellen und dann mit dem eigenen ÖPNV-Abo in die Stadt fahren. Das Ganze funktioniert über das Internet. Man muss sich registrieren unter düsseldorf-parken.de, Namen angeben, Kennzeichen eingeben, dass man ein ÖPNV-Abo-Ticket hat. Das ist egal, ob es das Rheinbahn-Ticket ist oder das Deutschland-Ticket. Dann ist man eigentlich im System schon drin, dann kann man das Parken hier nutzen. Die Erfassung läuft über das Kennzeichen, man fährt vor die Schranke vor. Per Kamera wird das Kennzeichen erfasst, die Schranke geht auf und man fährt rein. Also total problemlos, komplikationslos. Die Vorteile liegen vor allen Dingen in der Tatsache begründet, dass wir hier ein Parkhaus haben, das nach Corona und mit den Homeoffice-Möglichkeiten nicht mehr so genutzt wird. Und die Stadt möchte klimaneutraler werden, wir möchten den Verkehr ein bisschen entlasten. Und da sind Ideen zusammengekommen und deswegen haben wir gesagt, für ÖPNV-Nutzer wollen wir gerne das Parkhaus zur Verfügung stellen. Das ist ein guter Beitrag, den Verkehr in der Stadt zu entlasten, weniger Autoverkehr in die Stadt hineinzuholen. Ich hoffe sehr, dass das auch Schule macht, dass das wirklich ein Vorbild ist, auch für andere Standorte. Aber hier am Werstener Kreuz ist ein guter Beginn, denn es ist ein strategisch günstiger Standort. Wir haben hier die A46, das heißt, wer über die A46 nach Düsseldorf reinkommt, der kann sein Auto hier abstellen und hat dann mehrere Bahn- und Buslinien zur Verfügung, fußläufig, um dann ganz bequem mit dem ÖPNV in die Stadt zu kommen.